herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. Ich freue mich, mit euch zusammen ein Augen-Make-up schminken zu dürfen. Heute wird es um ein blaues Augen-Make-up-Tutorial gehen. Und zwar habe ich mir letztens dieses hier zugelegt. Das ist von Essence. Das heißt Daily Dose of Power. Und zwar sind hier 9 Farben enthalten. Das sieht so aus. Also ich habe schon mal geguckt, wie sich die Farben einzeln auftragen lassen. Einige Farben sind gut und andere Farben, also ein, zwei, bin ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Bei der einen Farbe geht es hier um dieses Blau. Das ist so ein Koboldblau. Aber sobald man das aufträgt, hier sieht das immer noch sehr blau aus, aber ihr werdet gleich auf dem Auge sehen, was ich meine, Leute. Ich musste mit diesem Blau hier wirklich ganz viel ausprobieren, weil das sehr schier aussieht auf dem Auge. Die nächste Farbe, das hier, das ist zum Beispiel sehr, sehr schön. Das ist wirklich so richtig krass pigmentiert. Also der Auftrag ist richtig schön, es ist weich. Ich mag das gerne. Auf dem Auge sieht man das auch richtig toll. Dann das Silber hier. Das ist ebenfalls sehr gut. Also das sieht man auch auf dem Auge sehr gut aufgetragen. Das ist auch ganz toll. Hier, jetzt kommen wir zu dem... Einen Moment. Ich muss meine Finger sauber machen. Ich habe ja nur 5 Finger, Leute. Also dieses hier, das sieht jetzt so richtig kräftig aus. Aber wenn man es hier so aufträgt, auf dem Auge sieht das ganz anders aus. Ich bin von dieser Farbe und dieser Farbe echt enttäuscht. Das muss ich ganz offen so leider sagen. Ansonsten finde ich, ist die Palette sehr gut und für den Preis kann man, also oder bei dem Preis kann man auch nicht meckern und auch nichts sagen. Also die haben da schon was Tolles rausgebracht. Dem einen oder anderen reicht es vielleicht, mir reicht es eigentlich, aber was mich ärgert ist halt eben, dass dieses hier, was ich ja dringend brauche, so schwierig aufzutragen ist. Des Weiteren werde ich, weil das so schwierig auf dem Auge zu sehen ist, werde ich aus meiner Urban Decay Kristen Lian dieses Blau hier entnehmen und wird dann mit dem, also zusätzlich dieses Blau hier aus dieser Palette entnehmen. Ein bisschen werde ich auch das hier mit reinmischen, das Dunkellila, und zu guter Letzt kommt dann diese Farbe auch nochmal zum Einsatz. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach an. Leute, meine Foundation habe ich noch nicht aufgetragen. Ich werde euch auch gleich erzählen, weshalb ich dies ganz zum Schluss machen werde. Aber vorher fange ich jetzt mal an, bevor sich das Video voll in die Länge zieht. Also als erstes werde ich meinen Fit Me Concealer nehmen. In der Nummer 20 ist das. Genau. Und das trage ich dann auf beiden Augenlidern auf und ich gehe damit bis unter die Augenbrauen. Ich finde den Applikator dafür sehr gut geeignet und ich gehe auch gleich mit hier in den Innenwinkel. Dann nehme ich meinen Schwamm hier und wird das hier erstmal so einarbeiten und hier machen wir dasselbe. Als nächstes nehme ich meinen Essence Matte Puder. Damit werde ich jetzt meinen Concealer einmal fixieren. Dann werde ich aus dieser Palette hier von Essence dieses hier nehmen. Und das wird dann einmal auf dem ganzen Auge aufgetragen. Jetzt nehme ich diesen Tape hier zum Abkleben einmal. So Leute, was ich jetzt als erstes mache, ich nehme diesen Pinsel hier, das ist von DH Cosmetics aus der Zodiac Collection.
Diesen nehme ich, weil der hier vorne sehr spitz zuläuft. Und das wird mir dabei helfen, dass ich diesen Wingline hinkriege mit dem blauen Lidschatten hier. Also man muss die Farbe schon richtig so auf den Pinsel so richtig reindrücken. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir setzen den Pinsel hier an in der Mitte. Und ich versuche jetzt eine Linie zu kreieren und taste mich ganz vorsichtig voran. Wirklich macht es mit so ganz kleinen Bewegungen, Leute. Und hier vorne würde ich nur noch mit der Spitze arbeiten. Jetzt gehe ich nochmal rein und verbinde das jetzt hier. Also ich gehe jetzt hier diesen Tape entlang nach oben. Bis hierhin, das fühlt ihr auch, hier ist der Augenbrauenknochen und bis dahin werde ich das jetzt hochziehen. Dann gehe ich hier nochmal rein, um das hier, das Blau zu verstärken und auch um die Linie sichtbarer zu machen. Jetzt widme ich mich der anderen Seite zu und hier mache ich dasselbe. Also dieser Lidschatten ist nicht so krass pigmentiert, Leute, wie das, was ich jetzt gleich nehmen werde von Urban Decay. Also dieses ist wie immer aufbaufähig, also man muss es aufbauen. Genau, ich habe vorher meine Foundation nicht aufgetragen, weil ich die Befürchtung hatte oder habe, dass das Blau dann runterbröselt und dann habe ich den ganzen Salat hier. Also, ich sehe das schon, hier habe ich was. Ja. Das muss nicht sein. Dann mache ich das lieber danach, dachte ich mir, mit euch zusammen. Also je mehr man das hier aufbaut, desto besser sieht man das Blau. Das ist so ein Metallic Blau und das ist sehr schön. Jetzt, meine Lieben, gehe ich in meine Urban Decay Palette rein, werde dieses Blau hier entnehmen. Jetzt hier so auftupfen und dann ziehe ich das hier so mit halt eben hinten rein. Das wiederholen wir jetzt auf der Seite ebenso. Jetzt gehe ich in diese Farbe rein. Das ist ein dunkles Lila mit demselben Pinsel. Und das trage ich jetzt genau hier auf. Aber ich tupfe das so auf, Leute. Ich habe jetzt nochmal das Lila aufgenommen und trage das auch hier auf der Seite auf. Leute, ich nehme diesen Pinsel von Zoeva, das ist der in der 231 Luxe Petite Crease Brush. Und zwar nehme ich den, weil der sehr fest gebunden ist, aber dieses Kegelförmige hat. Und hier vorne ist es ein bisschen spitz. Damit möchte ich jetzt hier die Kanten ein bisschen verblenden. Das sieht dann einfach so ein bisschen rauchiger aus. Und ich mag das einfach. Es ist gar nicht schlimm, wenn da irgendwie ein bisschen Produkt wieder runtergeht. Ist kein Problem. Wir tragen gleich wieder was auf. Aber erstmal wollen wir es hier rauchig haben. Und hier vorne, das lassen wir. Das fassen wir erst gar nicht an. Wir bleiben hier hinten, Leute. Ihr könnt bis hierher gehen, aber weiter nicht nach vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Die Seite sieht einfach smooth aus, es sieht schön verblendet aus und das ist so eine harte Linie einfach hier, ne? Ist natürlich wie immer jedem selbst überlassen, aber ich mag dies hier mehr. Und falls ihr euch fragt, warum ich so glänze im Gesicht, ich habe mir eine neue Creme zugelegt, weil jetzt ist es draußen sehr kalt und ich merke einfach, dass mein Gesicht ja noch mehr Feuchtigkeit braucht als davor die Zeit. Was ich auch noch sehr wichtig finde, nicht hier in die Crease reingehen, also wirklich versucht hier zu bleiben, weil da fängt bei mir schon die Lidfalte an und ich will da nicht rein, weil das sieht dann irgendwie echt komisch aus. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal so versucht und von daher weiß ich das. Wir nehmen unser Tape ab. So sieht es aus.
Jetzt nehme ich das hier und das heißt Corona. Dafür nehme ich diesen Pinsel hier, der ist hier vorne sehr spitz, der ist richtig gut, wenn man solche, also wenn man präzise arbeiten möchte. Das kommt jetzt hier aufgetragen. Jetzt nehme ich meinen Pinsel, den ich ja schon vorhatte, gehe in das Koboldblau. Und das wird dann hier unten am Wimpernkranz aufgetragen. Und bitte nicht vergessen, hier immer mit einzublenden, hier am Ende. Und dasselbe machen wir jetzt hier. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil, was ich wirklich liebe. Und zwar werde ich heute aus meiner Huda-Palette, aus dieser wunderschönen Palette, werde ich dieses Glitzerpigment hier rausnehmen. Das ist so wunderschön. Und ich sehe gerade das Fähnchen. Das gibt's doch nicht, Gary. Ich sehe genau da das Fähnchen. Also mein Glitzerpigment von Huda werde ich genau hier drüber auftragen. Und dann gibt's einen richtigen Wurm-Effekt. Bevor wir das aber machen, ich nehme jetzt so ein bisschen was auf und verteile das auf dem Lidschatten, ganz vorsichtig, Leute. Dafür nehme ich meinen Applikator und tupfe das ganz vorsichtig auf, Leute. So, Girls, ich gehe jetzt mit meinem Finger rein. Das wird mir hier zu schwierig mit diesem Applikator. Also, ich habe es jetzt auf dem Finger, tupfe es hier auf. Und so sieht das aus. Ich liebe es, diesen Schimmereffekt. Das sieht einfach toll aus. So, Leute, also, wir nehmen das Pigment hier auf. Ich mache das mit meinem Finger. War doch nicht so eine gute Idee mit dem Applikator. So, ich habe jetzt was auf dem Finger, weil was ich euch jetzt zeigen werde, ist sehr wichtig. Wie ihr sehen könnt, verschluckt das natürlich dieses krasse Blau jetzt. Das tritt dann so im Hintergrund. Jetzt sieht man nur das Silber, also das Glitzer hier. Also, wir gehen in das Blau hier von Urban Decay. Nehmen einen flachen Pinsel. Ich habe den hier von Zoeva. Das ist der in der 234. Gehen nur mit der Spitze rein, tupfen rein, haben jetzt hier genug Blau und das wird dann präzise über unserem Glitzer aufgetupft. Und somit haben wir genau diesen Effekt, was wir ja wollten. So, Leute, mit geschlossenen Augen sieht das so aus und mit geöffneten Augen sieht das so aus, das Endergebnis. Ich mache jetzt eben meine Foundation und dann bin ich auch gleich wieder für euch da. So, meine Lieben, das ist der vollendete Look für euch. Für einen, genauer gesagt, habe ich das für einen sehr guten Freund kreiert. Der hat sich das gewünscht. Der steht total auf Blau. Was ich hier benutzt habe, ist einmal der Becker Highlighter. Den habe ich hier drauf, hier unter den braunen Bogen. Dann habe ich mein Lip Stay Lip Liner benutzt. Der ist hier von Essence. Das habe ich einmal so aufgetragen und aufgefüllt. Ich finde den richtig gut. Ich glaube, den habe ich auch schon mal gezeigt. Der hält 8 Stunden lang. Dann habe ich mein Hoola Benefit Bronzer benutzt. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Und zu guter Letzt meine Foundation, das ist die hier. Ich habe jetzt schon die zweite Flasche gekauft, also ich finde die richtig toll. Das ist der Luminous and Smooth für normal bis trockene Haut in der Nummer 220 von Maybelline. Der ist wirklich gut. Genau, jetzt sind wir auch wieder
am Ende. Leute, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Dann ab in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Mein Augen-Make-up. Bis dann. Ciao.